Udo Jürgens und die Ansa Panier. A gescheite Nussen, a Oberschlägel, a Knacken, Flack und Spieß, oder was er essen kann er ist. Das Wienerische an Udo Jürgens ist vielleicht der Dialekt, obwohl ich eigentlich aus Fulm komme, aber schon lange eben da wohne und das nimmt man nach ein paar Jahren schon mit, irgendwie so eine Grundstimmung. Der Karlsplatz ist irgendwie so die Szene früher gewesen, so die Drogenszene, ne, von Wien, was eigentlich auch gute Udo Jürgens Geschichten hergibt oder so, ist schon was, was mich interessiert. Aber ja, hat der Stadt anscheinend nicht so passt und ist verdrängt worden irgendwo anders. Oh, that name is mit dem Schmäh. Die nächste Nummer ist Skitty. Ein Bandscherl, eine Dreiecksbeziehung, kann man sagen. Spitze mal an. Ja, der Style von den Schritten ist auf jeden Fall eine Inspiration. So von den Liedern finde ich das gar nicht so, weil ich eigentlich eher versucht habe, Lieder zu machen, die zeitlos sind. Und die hätten vielleicht in den 70er Jahren auch funktioniert. Aber meiner Meinung nach gingen sie die jetzt genauso aus. Also inspirieren lasse ich mich einfach so von dem, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, was ich irgendwo gehört habe. Das muss nicht alles mir passiert sein, aber aus denen schöpfe ich irgendwie so. Und das sind irgendwie so viele Floskeln oder irgendwelche Sätze oder irgendwelche Geschichten, irgendwelche Orgen, die sie ereignet haben. Und sowas versuche ich dann immer irgendwie aus mir auszuholen.